Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Ich bin am Arsch. Ich habe oben jetzt ziemlich viel, also Leute, das kann nicht mehr normal sein, ja? Ich habe den ganzen Vormittag, den ganzen Morgen, den ganzen Vormittag lauter Schreierin umgebracht und es kommen immer neue und immer wieder schreien die, ja. Und ich habe jetzt echt Munitionsmangel. Ich muss jetzt meine Kohle holen. Und dann muss ich mir jetzt erstmal Munition kaufen. Bringt nichts, damit wir uns über die Hordenacht kriegen. Ich behalte das jetzt erstmal. Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt, ich muss gucken. Ich muss nämlich jetzt gucken, wie ich oben jetzt heil rauskomme. Da ist nämlich echt einiges. Ja. Hab das Gefühl, die stehen hier gleich unten vor der Tür. Ich werde schon mal alles für Munition und so weiter einschmelzen. So, unser Geld brauchen wir. Money, money, money. Mal gucken, ob wir da hochkommen. Da! Glaub ich ja nicht. Leute, jetzt wird's langsam kriminell. Oh, nee, ne. Okay. Hier war von ganz alles voll. Hau ab. Hier seht ihr. Überall Leichen. Ohne Scheiß. Ah, nee. So, schnell zum Händler. Ich muss auch zum anderen Händler, bringt nichts. Ich muss jetzt ein bisschen Munition einkaufen. Dann Hordenacht. Also unten, wenn wir jetzt von den Händlern wiederkommen, werde ich mal kurz runter gucken, wie das mit dem Zement und so anläuft. Und dann kann ich schon mal über die Hordenacht Zement, also fertigen Zement anrühren. Das dauert ja auch eine Weile. Und dann können wir nach der Hordenacht, wenn da noch irgendwelche Zombies rumlungern, werden wir die erstmal natürlich fix killen und dann werden wir die Mauern erstmal schon mal befestigen. Ansonsten sehe ich hier schwarz. Was ist hier los? Junge, 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 Junge. Ich sag mal so, ich finde das nicht negativ, dass ich gerade fast überrannt werde. Es hebt natürlich ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, es hebt den Spannungspegel, ja. Also 7 Days verkommt ja auch ganz schnell mal zur Langeweile. Und wenn sowas dann mal zwischendurch passiert, ist das mal eine gelungene Abwechslung. Aber ich möchte dann doch schon etwas sicherer sein. Gerade bin ich es noch nicht, wenn alles aus Holz besteht. Aber früher konnte ich ja nun wirklich noch nicht anfangen mit Beton und Stahl. Boah, ich hätte ja noch was verkaufen können, ne? Na, nur ist egal. Hast du denn was Schönes für uns? Hat er nicht. Ja, doch hier. Oh, Munition, das ist gar nicht wenig. Na, kostet ja auch der Spaß. Egal, ich brauche Munition. Den Rest kannst du behalten. Nein, warte mal. Noch nicht ganz raus.
voll war. Ganz wichtig. Immer kaufen, Leute. Schießpulver immer kaufen. Hier wieder auch noch mal Munition. Nitrat mitnehmen. So, wir haben noch ein bisschen Schotter. Ja, ja, ich komme manchmal wieder. Gut, düsen wir schnell mal zum anderen. Puh. Übrigens, kurz bevor ich euch hier zugeschalten habe, hatte ich ja noch eine Schreierin und ja, was soll ich euch sagen? Die hat auch schon mal so einen wilden Streuner gerufen. Also das sind hier, glaube ich, die mächtigsten Gegner im Spiel. Das sind so eine großen, ja, wie sagt man dazu, vollendeten Zombies, ja. Also die haben nichts mehr Menschliches an sich. Laufen ständig, ja, sind stark. Ich glaube, 2-3 Köpfe größer als wir. Aber die haben wirklich immer geilen Loot. Von den einen habe ich die beiden Magnum-Rahmen gekriegt. Die sind schon nicht schlecht. Und dann war auch noch ein Polizist da. Und der hatte auch schon wieder nur ein Sandwich. Was ich nicht verstehe. Die haben immer Munition oder Waffen oder Waffenteile. Ach, kapier nicht. Aber gut, ich will mich nicht beschweren. Drei. Ah, könnte knapp werden. Egal. Habe ich den Abwurf da markiert? Nee, ne? Nee, gut. Ich brauche keine Taschenlampen mehr. Ich habe genug, danke. Ganz schön was los jetzt hier auf der Map, ey, muss ich sagen. Ey, warte mal. Bin ich falsch gefahren? Nee.
sell you goods, but if you cross me, you'll meet the wrong end of my fork. Kettensäge. Mann, das brauche ich nicht. Ich brauche keine Kettensäge. Ich brauche den Bohrer. Haben wir ja schon. Kaufe ich noch ein paar oder warte ich jetzt erstmal? Ich warte jetzt erstmal. Das ist wichtig. Geschossspitze kann ich schon mal kaufen. Na komm, ein paar kaufe ich noch. Don't let the door hit you on your way out. So, schnell nach Hause. Bär. Halt! Fleisch! Mist, den habe ich zu doll angeschossen. Der gab jetzt echt nicht viel. Scheiße. Ich weiß nicht, ich glaube, der hätte so ungefähr 10 oder 12 Fleisch gegeben. Also Bären lohnt sich da echt. Bei Zombiebären braucht ihr natürlich nicht hoffen, dass ihr da Fleisch rauskriegt, ne? Nur vergammeltes natürlich.
Jetzt noch ein bisschen Messing haben wir gut, Blei auch. Packen wir noch ein bisschen Blei rein. Zack. Was können wir denn schon machen? Boah, viel ist das nicht. Viel ist es nicht. Ja, müssen wir das mehr einschmelzen. Wir haben ja jetzt erstmal. Achso, wir wollten Zement. Schön. Bruchsand habe ich hier. Auch noch 2000, nehmen wir 3000 mit. Stein sollte reichen. So, also ihr braucht die drei Sachen: Zement, Bruchsand und kleiner Stein. Und dann macht ihr Beton. Die lassen wir jetzt durchlaufen. Was sagt Hunger und Durst? Ich werde mal kurz was essen. Und dann werde ich meine Höhle mal hier verlassen. Habe ich ja schon eine ganze Menge. Okay, ja gut, dann machen wir Munitionsbeschaffung, machen wir das nächste Mal. Kein Problem. Zement habe ich euch gerade gezeigt. Beton, Entschuldigung. Habe ich alles. Meine Waffe noch mal kurz reparieren. Wo war das jetzt? Bloß nicht auf dem rechten, auf das rechte Steuerkreuz drücken, dann verwertet ihr die Waffe. Ist mir einmal passiert. Oh, war ich sauer. Ja, übrigens habe ich nochmal einen Schatz eingelöst. Ich habe wieder zwei eingesammelt. Ja, was soll ich jetzt sagen? Der ist hier. Müsste die verseuchte Gegend sein. Also erst später. Gut, hier brauche ich nicht bleiben, sonst rennen die mir nämlich alles ein. Ich guck mal kurz das Haus von innen hier an, wie doll die das zermürbt haben. Aber es sollte noch einiges aushalten. Gehe ich mal von aus. Wenn es einstürzt, genau da, wo ich bin. Hoffe ich mal, dass ich nicht sterbe. Denn... Sag mal, ist hier oben mein... Spawnplatz? Hier oben ist mein Schlafplatz, ne? Gut, also ich werde jetzt hier verharren.
Gucken, was auf mich zukommt. Und dann, wenn alle Stränge reißen, laufe ich da auf die Brücke. Also ich komme da locker hoch. Die Viecher glaube ich nicht so. Und dann schauen wir mal. Ich stelle mal hier hin, damit die hier alles kaputt machen. Die einzigen, die natürlich hochkommen könnten, wären ja die Krabbler. Aber die packe ich. Oder mache ich jetzt zu? Und ich kann da auch hier rausschießen, ne? Oh Gott. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Na dann komm mal. Eine Schreierin zur Hordenacht. Ich bin gerade aber überlegen, ob ich das schon mal hatte. Ich glaube nämlich nicht. Und sie schreit und schreit und es kommt immer mehr. Geil. Also ich nehme mal an, dass immer mehr kommen. Yeah.
Ist sogar ein großer dabei, ein wilder Streuner, habe ich gerade gehört. Seit wann jaulen denn die Hunde so? Naja gut, also ich werde jetzt einen Teufel tun und da runter zu gehen. Das mache ich nicht. Ich werde jetzt hier oben die Nacht ausharren. Ja. Und wenn es denn weitergeht, hole ich euch wieder dazu. Und dann schauen wir mal, was wir aus dieser Situation machen, ja. Also, bis dahin und mit viel Glück bis zur nächsten Folge. Macht's gut, ciao.